Die Orgel ist ein Gesamtkunstwerk aus Architektur, Technik und Klang. Beeindruckendes Resultat menschlichen Denkens und Tuns. Gewachsen im Spannungsfeld von Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft. Musikalischer Glanzpunkt von orchestraler Strahlkraft. Das größte Musikinstrument mit natürlicher Tonerzeugung, die Orgel, ist heute nahezu überall auf der Welt zu finden. Entstanden vor mehr als 2000 Jahren im hellenistischen Ägypten, kam sie über Byzanz nach Europa, wo sie ihre Heimat fand. Hier haben seit dem Mittelalter bis in die Gegenwart alle wesentlichen technischen und musikalischen Entwicklungen stattgefunden. Im Laufe der Jahrhunderte bildeten sich länder- und epochenspezifische Schulen, die sich gegenseitig beeinflussten. Die Orgel blickt also auf eine lange Geschichte zurück. Sie entwickelte sich als Kirchenorgel, Konzertsaalorgel, Salonorgel, Hausorgel, Kinoorgel, Drehorgel, Flötenuhr oder Orchestrion. Mit all diesen verschiedenen Formen prägte und prägt sie die musikalische Kultur und zieht die Menschen in ihren Bann. Nicht umsonst nannte sie Wolfgang Amadeus Mozart König der Instrumente. Auf Symposien und Kongressen tauschen sich Orgelfreunde aus und werden in Vorträgen über das Instrument, seine Geschichte und Musik informiert. Die Epoche des Barock war eine Blütezeit für Orgelbau und Orgelmusik. Mehr und mehr wurde das Instrument in den christlichen Kirchen zur Begleitung des Gemeindegesangs eingesetzt. Seither engagieren sich Menschen für die Anschaffung oder den Erhalt ihrer Orgel. Große Bedeutung erlangte ein repräsentativer Orgelstil, der an den Küsten von Nord- und Ostsee gepflegt wurde. Seither hat sich das Spektrum der Orgel erweitert. Individuelle Konzepte prägen den Orgelbau der Gegenwart. Um eine synästhetische Wahrnehmung zu schaffen, werden in dem besonderen Fall einer modernen Orgel Klang- und Lichteffekte miteinander kombiniert. Die Ausbildung zum Orgel- und Harmoniumbauer erfolgt in einer 3,5-jährigen Lehrzeit. Nach bzw. während der Tätigkeit als Geselle besteht die Chance, sich zum Meister und danach zum Restaurator fortzubilden. Zentrales Institut hierfür ist die Oskar-Walker-Schule, Bundesfachschule für Musikinstrumentenbau in Ludwigsburg. Hier werden angehende Orgelbauer aus aller Welt unterrichtet. Dabei stehen Theorie und Praxis in einem ausgewogenen Verhältnis zueinander. Der Umgang mit natürlichen Materialien bildet einen Schwerpunkt. Der Beruf des Orgelbauers ist vielfältig. Dazu gehören zum Beispiel die Verarbeitung verschiedener Holzarten, das Gießen von Metallplatten auf Leintuch oder das Löten von Metallpfeifen. Diese Arbeiten werden vor und während des Prozesses der Planung und Herstellung einer Orgel in der Werkstatt durchgeführt. Damit aber aus den unterschiedlichen Bereichen ein Ganzes werden kann, muss der Orgelbauer die Anlage von Anfang an überblicken. Orgeln sind stets Einzelstücke, werden individuell für den jeweiligen Raum konzipiert und erst vor Ort gestimmt. Hierfür arbeiten Architekten, Orgelbauer und Musiker auf Augenhöhe zusammen. Der Orgelbau beruht noch immer auf den vor Jahrhunderten entwickelten handwerklichen Techniken, integriert jedoch Maschinen und Computer sinnvoll in die Abläufe der Produktion. Die Endfertigung geschieht stets in Handarbeit. Orgeln werden für Jahrzehnte oder gar Jahrhunderte gebaut. Sie sind wahre Monumente der Nachhaltigkeit. Deshalb muss bei der Holzernte in langfristigen Zyklen gedacht werden. Es ist wichtig, welche Hölzer genutzt und wann sie geschlagen werden. Dafür sind generationenübergreifende Erfahrungen erforderlich. Die Orgel ist ein Blasinstrument, bei dem Luft, die in Bälgen verdichtet wird, Pfeifen aus Metall oder Holz zum Klingen bringt. Eine Organistin oder ein Organist steuern die Töne über Klaviaturen an. Wenn alle Einzelteile hergestellt sind, wird die Orgel an ihrem endgültigen Aufstellungsort zusammengesetzt. Die Orgel begleitet zentrale Stationen des menschlichen Lebens, von der Taufe über die Trauung bis zur Beerdigung. Ist eine Orgel in einer Kirche aufgebaut worden, wird sie in einem feierlichen Ritual ihrer Aufgabe zugeführt. Denn innerhalb der Gottesdienste soll sie, meist von ehrenamtlich tätigen, nebenberuflichen Organisten gespielt, die Liturgie mitgestalten. Orgeln in Kirchen oder Konzertsälen sind von jeher ein Signum für den Versammlungsort von Gemeinschaften. Sie zeigen über Staatsgrenzen hinweg den sozialen Treffpunkt an. Es gibt den Satz: Europa beginnt in der Dorfkirche.
Und dort steht eine Orgel, die mit ihrem Klang auch einem Fremden das Gefühl von Heimat geben kann. Um eine Orgel in vollendeter Weise zum Erklingen zu bringen, ist ein Studium der Musik notwendig. Als spezielles Unterrichtsfach steht hierbei für die meisten Organisten die Improvisation im Lehrplan. Auch wenn das Spiel aus dem Affekt erfolgen soll, muss es den Regeln des musikalischen Satzes entsprechen und geübt werden. Ein Thema, beispielsweise die Melodie eines Chorals und seines dazugehörigen Textes, wird mit Hilfe des Instruments interpretiert. Diese jahrhundertealte Kunst verlangt vom Spieler außer der technischen Versiertheit ein hohes Maß an Kreativität. Zu den Inhalten des Studiums zählt das Literaturspiel, also die künstlerische Interpretation eines komponierten Musikstücks. Es bedarf großer Sorgfalt und Genauigkeit bei der Erarbeitung der Partitur, denn es gilt, die Gewichtung jeder Note in ihrem strukturellen Zusammenhang klanglich zu erfassen. Nur so kann es letztlich gelingen, den emotionalen und intellektuellen Gehalt den Zuhörern glaubhaft zu vermitteln. Indem Komponisten die jeweiligen stilistischen Merkmale einer Epoche auf das Instrument adaptieren, bestimmen in der Orgelmusik Tradition und Innovation deren Entwicklung. Organisten zeichnen sich durch ein lebenslanges Lernen aus. Weiterbildungen auch außerhalb des eigenen Wirkungskreises und der Unterricht an bedeutenden Orgeln sind für sie selbstverständlich. Gemeinsam mit Orgelbauern und Organisten entwickeln Orgelsachverständige Konzepte für die Kreation neuer oder die Restaurierung alter Instrumente und deren Klanggebung. Die Ausbildung zum Orgelsachverständigen erfolgt innerhalb eines Hochschulstudiums. In Seminaren und bei Exkursionen werden die Grundlagen für eine fundierte Arbeit im Auftrag kirchlicher oder staatlicher Behörden gelegt. Dazu gehört die gemeinschaftliche Besichtigung von Instrumenten aus verschiedenen Bauzeiten, um deren besondere Charakteristika kennenzulernen. Die historische Orgel in der Stadthalle Heidelberg ist ein solches Objekt, weil sie einst mit ihren elektrischen Ton- und Registersteuerungen die modernste Orgel Europas gewesen ist. Die Dokumentation von aus dem Barock überkommenen Orgeln ist ebenfalls von Belang. An den Pfeifen lassen sich nämlich die handwerklichen Spuren der Intonation ablesen und somit die Parameter des originalgetreuen Klangs beurteilen. Dieser Befund ist wichtig für die Interpretation der Musik, die möglichst wie zur Zeit ihrer Entstehung auf den Instrumenten gespielt werden soll. Auf verschiedene Arten sind die Orgel und ihre Kultur in der allgemeinen Öffentlichkeit präsent. Bei dem regelmäßig in der Orgelstadt Waldkirch stattfindenden Orgelfest stehen Drehorgeln und Musikautomaten im Mittelpunkt. Die Orgelkultur in Deutschland zeichnet sich durch unermüdliches und ehrenamtliches Engagement von Menschen mit großem Idealismus aus. Beim Engagement für die Zukunft von Orgelbau und Orgelmusik ist es wichtig, Kinder und Jugendliche an das Instrument heranzuführen. Das geschieht etwa an einem Tag der offenen Werkstatt. Spielerisch werden schon die Jüngsten mit dem Instrument und seiner komplexen Technik vertraut gemacht. Immer wieder unternehmen Organisten zusammen mit Künstlern aus anderen Bereichen den Versuch, das Wesen des Instruments neu zu definieren. Die expressive Verbindung von Orgel und Stummfilm, Orgel und Literatur, Orgel und Tanz oder Orgel und Pantomime eröffnen andersartige, bisher unerhörte Zugangsweisen. Mit ihrer künstlerischen Gestaltung und mit ihrem musikalischen Klang verleiht eine Orgel jedem Raum und jedem Baudenkmal eine zusätzliche Dimension in der Wahrnehmung des Besuchers. Die Orgel fasziniert Menschen sowohl als individuell gestaltetes, technisch komplexes Kunsthandwerk, als auch durch ihre unermesslichen klanglichen Möglichkeiten. Denn zwischen den Entwicklungen im Orgelbau und in der Orgelmusik ist immer eine kreative Wechselwirkung zu konstatieren. Die vielfältigen Kompetenzen um Orgelbau und Orgelmusik in Deutschland führen zu einem Reichtum der Orgelkunst. Orgelbau und Orgelmusik stehen für die aktive Tradierung von Kulturerbe in lebendigen gesamtgesellschaftlichen Zusammenhängen durch die innovative Pflege und Weitergabe technisch-kunsthandwerklicher und musikalisch-künstlerischer Fähigkeiten.